Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Sebastian und das ist mein Kanal Pflanzlich Fit. Im heutigen Video lernen wir etwas über ein Datum, was von vielen leider als absolutes Heiligtum bezeichnet wird und auf keinen Fall missachtet werden darf, nämlich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum findest du auf fast allen Lebensmitteln, und zwar fast allen verpackten Lebensmitteln. Es ist da abgedruckt, es ist gesetzlich so vorgeschrieben und das Mindesthaltbarkeitsdatum soll dir ansagen, bis wann ein Lebensmittel auf jeden Fall noch gut ist, also sprich, ob es noch so schmeckt, wie der Hersteller es vorgesehen hat, ob es noch so riecht, wie der Hersteller es vorgesehen hat und ob es noch die schöne Konsistenz hat, die der Hersteller bei der Produktion so vorgesehen hat. Was das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht sagt, ist, dass das Lebensmittel nach diesem Datum wegzuschmeißen ist. Das wird leider ganz oft gemacht, denn bis zu 17% aller in Deutschland produzierten Lebensmittel landen leider in der Tonne. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, denn dieser Begriff klingt schon ganz blöd, trägt leider maßgeblich dazu bei. Solltest du meinen Kanal Pflanzlich Fit übrigens noch nicht kennen, hier gibt es jede Woche ein neues Rezeptevideo oder auch einen spannenden veganen Produkttest oder auch einfach nur Tipps für deinen pflanzlich fitten Lifestyle. In englischsprachigen Ländern heißt dieses Datum zum Beispiel Best Before, also sprich übersetzt, bis zu diesem Datum ist es noch super und nach diesem Datum kann es sein, dass es vielleicht in der Farbe her anders aussieht, dass es vielleicht etwas anders riecht oder vielleicht nicht mehr ganz so knackig ist, aber trotzdem ist es immer noch ein gutes Lebensmittel. Und dann gibt es noch ein anderes Datum und dieses Datum, das ist wirklich extrem wichtig. Und das solltest du definitiv beachten, denn das ist das sogenannte Verbrauchsdatum. Solltest du dich zum Beispiel rein pflanzlich ernähren, dann dürfte dieses Datum in deinen Einkäufen vermutlich keine Relevanz haben. Aber solltest du sagen, ach, ab und zu mal esse ich Hühnchen oder Fisch, dann ist das Datum definitiv in deinem Einkaufswagen von Relevanz. Denn dieses Datum schreibt vor, bis wann in einem Lebensmittel, wenn die Kühlkette eingehalten ist, ab welchem Datum die Bakterienkonzentration, das ist zum Beispiel bei Geflügel ganz oft so und bei Fischprodukten ganz oft so, so hoch ist, dass es gesundheitsschädlich werden kann. Das heißt, ein Verbrauchsdatum steht immer drauf, zu verbrauchen bis, das ist heilig und danach solltest du ein Lebensmittel definitiv wegschmeißen. Wie gesagt, bei pflanzlichen Lebensmitteln kommt das eigentlich kaum vor. Könnte man sagen, ah, pflanzliche Lebensmittel scheinen halt doch eine super Sache zu sein. Was kannst du gegen Lebensmittelverschwendung tun? Was kannst du ganz konkret machen, wenn du in deinem Kühlschrank ein Lebensmittel findest, welches das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht oder sogar überschritten hat? Zum Beispiel ein Lebensmittel wie dieses hier. Oh, voll abgeworfen. Danke. Hier Vimondo vegane Genießerscheiben. Die habe ich mal gekauft, um ein Video darüber zu drehen oder generell um ein Käsevideo zu drehen. Kam ich bisher nicht zu. Wir sind jetzt schon im Jahre 2024 und wir haben hier ein Datum von 2023 drauf. Was kannst du machen, ohne gleich zu sagen, oh, abgelaufen, weg damit. Du guckst es dir einfach mal ganz genau an. Und zwar gibt es da einen Grundsatz, der da heißt sehen, riechen und schmecken. Das heißt, du schaust dir das Lebensmittel einfach erstmal an. Sieht gut aus. Du machst es auf und du riechst dran. Und spätestens da wirst du wahrscheinlich in vielen Fällen schon merken, wenn die Nase schon einen Würgereiz auslöst, dann weißt du, okay, das Produkt hat definitiv seinen Zenit überschritten. Und wenn Sehen gut ist, also sprich, du siehst keinen Schimmel, keine unappetitlichen Verfärbungen, es riecht gut, dann probierst du einfach ein kleines bisschen und dann weißt du, alles klar, du kannst das Lebensmittel noch bedenkenlos verzehren, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten ist. Wir machen jetzt da gleich hier einen Live-Test. Und zwar habe ich ein paar Lebensmittel, die ich tatsächlich vergessen habe und irgendwann sagte, okay, für dieses Video lässt du sie noch ein bisschen länger im Kühlschrank liegen. Da wollen wir gleich mal testen, was das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich für eine Relevanz hat. Denn ich gehe stark davon aus, auch wenn es in vielen Fällen schon drastisch überschritten ist, wird dieses Lebensmittel für mich noch problemlos essbar sein. Das testen wir gleich mal in einem absoluten Live-Test aus. Und das Spannende ist, es gibt inzwischen immer mehr Initiativen. Too Good To Go ist da zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel. Aber auch auf vielen Saftpackungen oder anderen Lebensmitteln wirst du jetzt ganz oft den Aufdruck oft noch länger gut finden. Das heißt, die Hersteller beteiligen sich daran, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen und möchten dich als Kunden dazu animieren, das Mindesthaltbarkeitsdatum einfach mal links liegen zu lassen und das Produkt auch noch nach diesem Datum zu probieren und zu konsumieren.
Und jetzt legen wir los mit dem Live-Test. So, alles klar. Jetzt sind wir hier im Live-Test. Und zwar habe ich hier ein paar Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Und wir wollen jetzt gemeinsam anhand der Regel sehen, riechen, schmecken, schauen, ob die Lebensmittel wirklich ungenießbar sind, weil das Datum überschritten wurde, oder ob die Sachen noch vollkommen okay sind. Mal loslegen mit unserem Test. Wir haben hier Schinkenspicker, also sprich eine vegane Fleischalternative, Wurstalternative. Datum ist hier der 21.03.2024 als Mindesthaltbarkeitsdatum und als Beweis, dass wir hier natürlich in der richtigen Zeit leben, ist hier das Kaufland-Prospekt vom 11.04.24. So. Was machen wir also mit unserem Produkt, was das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat? Wir machen es einfach erstmal auf. Wir machen sehen, wir schauen uns das Produkt an. Sieht aus, wie aussehen soll. Wir riechen dran. Riecht absolut in Ordnung. Und? Test. Probieren. Absolut in Ordnung. Ja. Hm? Ja. Mindesthaltbarkeitsdatum fast einen Monat überschritten. Alles in Ordnung. Und der nächste Test ist hier Kokosöl. Datum ist der 30.09.2020. Ne, also fast 4 Jahre alt. Ich benutze es regelmäßig, deswegen weiß ich, dass es okay ist. Aber auch hier sehen. Sieht gut aus. Da sind jetzt Krümel drin, aber die sind von mir. Riechen. Riecht nach Kokosöl. Und wir schmecken. Ja. Alles gut. Auch hier haben wir ein Produkt mit einem 4 Jahre überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das ist noch absolut in Ordnung. So, wir haben noch ein Produkt. Das ist jetzt aus dem letzten Jahr. Wir erinnern uns, wir sind im April 2024 und wir haben hier eine Käsealternative vom Weihnachten 2023. Das sagt uns zumindest das Mindesthaltbarkeitsdatum. Auch hier mindestens Haltbarkeitsdatum, kein Verbrauchsdatum. Ganz wichtig, Verbrauchsdaten, Sachen würde ich nicht mehr essen, wenn die überschritten sind. Aber kommt in der pflanzlichen Küche eigentlich so gut wie gar nicht vor. Nochmal aufmachen. Sehen. Oh. Sieht aus, wie es aussehen soll. Riechen. Ja, es riecht, wie es riechen soll, aber es stinkt halt. Es riecht halt nicht geil. Aber es soll so riechen. Und ich weiß, dass es mir, glaube ich, nicht schmecken wird, weil ich mag überhaupt keinen Käse. Also ich habe noch nie Käse gegessen, weil ich immer ekelhaft. Und ich habe das jetzt halt mal für ein Video gekauft. Probier es einfach mal. Also es weiß, dass es gut ist. Ja, ich muss es aber nicht haben. Ist aufessen? Nee. Gut. Okay, also hier. Ich mag das Produkt nicht, aber es ist halt in Ordnung, obwohl das Datum schon fast ein halbes Jahr drüber ist. Packen wir es zurück. Gut, als nächstes stehen hier noch 2 Joghurts. Wir haben ja einen Joghurt vom August letzten Jahres und hier sehen wir schon mal was ganz Spannendes. Hier sehen wir, dass hier sich der Deckel schon aufgelöst hat. Hier sieht man, ich fahre nachher mit der Kamera nochmal drüber. Hier sieht man, der löst sich der Deckel schon auf und hier sind schon Teile von dem Deckel aufgelöst. Hier wäre ich jetzt schon echt skeptisch. Also hier würde ich jetzt schon wirklich aufpassen. Wahrscheinlich esse ich ihn auch nicht. Ne? Das heißt, hier sind schon Teile des Deckels im Joghurt verschwunden. Also sehen, ne? Die Sehprobe hat hier schon mal definitiv gezeigt, lassen wir mal lieber. Wir machen ihn mal auf. Das sieht witzig aus. Okay. Nein, nein, danke. Gut, auch hier sehen wir jetzt, ich fahre nachher mit der Kamera nochmal drüber, sehen wir, so sieht es definitiv nicht aus. Ne? Also, hier sagen wir schon, die Sehprobe hat schon gezeigt, hier ist was nicht in Ordnung und ich würde es dabei auch jetzt einfach belassen und wir sagen, dieses Lebensmittel können wir tatsächlich einfach in den Müll schmeißen. Und jetzt haben wir ein Produkt
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso das so lange im Kühlschrank stand. Das hat zumindest fortgeschritten und fortgeschritten und irgendwann kam ich mal auf die Idee, ach cool, machst du mal ein Video über das Mindesthaltbarkeitsdatum dazu. Dann kam wieder irgendwas dazwischen, ganz viele Sachen und dann geht die Zeit so rum und dann ist plötzlich 2024 und wir haben hier was von 2022. Aber sehen, riechen, schmecken ist die Devise und hier haben wir wieder das Gleiche wie bei dem Sojajoghurt von eben. Hier ist irgendwas am Deckel. Wie gesagt, ich zeige es euch, ich fahre da mit der Kamera drüber. Hier ist der Deckel schon aufgelöst. Da wäre ich jetzt schon sehr vorsichtig. Und hier hat der Deckel, sind irgendwelche Punkte drauf. Komisch, wir machen es einfach mal auf. Er sieht tatsächlich nicht so ekelhaft aus wie der andere. Aber pass auf, dass ich nicht. Aber er riecht auch komisch. Dankeschön. Okay. Tja, ich bin raus. Ihr Lieben, das war das Video über das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ui. Uff, okay, also wenn ihr so reagiert bei der Riechprobe eines Lebensmittels, dann dürft ihr euch sicher sein, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten und das Produkt ist definitiv nicht mehr in Ordnung. Uiuiui. Wir fassen zusammen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum hat eigentlich fast keine Aussagekraft. Es ist gesetzlich vorgeschrieben und heißt auf keinen Fall, dass du ein Produkt wegschmeißen sollst, wenn das Datum erreicht oder überschritten ist. Sondern du nimmst dir das Produkt, schaust es dir an, du riechst dran und danach probierst du es. Anders ist das Verbrauchsdatum. Dieses Datum sollte dir definitiv heilig sein. Ist das Verbrauchsdatum überschritten, Produkt in die Tonne. Okay, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser anderen Art von Video mal weiterhelfen. Wenn euch dieses Video auf meinem Kanal gefallen hat, mal so ein kleines bisschen Infotainment, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich kann dir jetzt schon sagen, was es für ein Video wird. Denn wir unterhalten uns über vegane Käsealternativen. Glaubt mir, das wird spannend. Bleibt dran. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Pflanzlich Fit, dein Sebastian. Mach's gut. Ciao.